Oh, jetzt habe ich auch noch falsch gezaubert, ey. Scheiße. Ja, komm schon. So, jetzt müssen wir ganz fix nach oben. Sehr gut. Wenn man sich nur ein bisschen schneller bewegen könnte, das wäre na, das wäre mal toll. So, solange der Kampf hier vorne noch nicht angefangen hat, sind wir hier relativ sicher. Relativ. So, das heißt, wir werden warten, bis das Ding nochmal nach unten geht und dann kämpfen wir da vorne in diesem Eck. So, und geht. Na komm schon. Los. Oh, das ist ja fast schon. Was? Oh Mann! Da hat man sich mal gefreut. Ja, du machst übelsten Schaden. Das Ding ist innerhalb von Sekunden tot. Du bist zwischen den Beinen. Du bist hinter dem. Und dann macht er diesen blöden Schlag an der Seite. Oh Mann. Also bleiben wir mal schräg links hinter dem. Hat ja bis jetzt wunderbar funktioniert. Oh, wann hab ich wieder angefangen, ey? Schon wieder Stunden her, so eine Kacke. Und, ey, wie ich die Gegner hasse. Na, wann kommt's denn endlich mal? Jetzt. Gehen wir hier hin, bis zum nächsten Mal. Natürlich ist hier noch was im Weg, womit man hier nicht so schön. Mann. Ich kann ja einfach hier durchrennen. Eine wird sowieso von dem Teil gekillt. So schnell kann es gehen. Moment mal, wir warten mal lieber hier noch. Ein Moment. Was ist denn das, Mann? Oh, das ist so ein Scheißgegner, wo du nicht genau weißt, wie rum er steht. Oh, was ist denn das? Wirst du von der Ferne angreifen, wirst du niedergemacht von der verkackten Artillerie. Weil irgend so ein Pisser den Dingern von Weitem. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Mann. Einfach nur behindert, wirklich. Ja, werden wir warten, bis das erste Mal nach unten geht und dann rennen wir nach vorne, warten, bis der Kopf fällt und dann ist Schicht. So. Fall doch endlich, du blöder Kopf, fall doch! Sehr gut. Okay, bis zur nächsten Explosion warten wir noch. Und da geht's wieder. Mann! Oh, das ist doch behindert. Mann. Mit dem einen Bein zieht er es nach oben. Da kann man auch noch mal weggehen. Aber das Blöde ist dieser scheiß Schlag. Ich muss wirklich versuchen, genau zwischen dem zu sein. Und dann so, bald der irgendwas anderes macht, was anderes zu machen.
Wieso müssen die denn immer so einen beschissenen Gegner kurz vorm letzten machen, ey? Das ist einfach nur... Zumal ich jedes Mal Abzüge bekomme. Echt. Unmöglich. Scheiß Endgegner. Einfach nur behindert. So. Jetzt soll ich den auch wegdreschen. Super. Goodie. Zeit für eine Kristallflugseelenmasse. Und Action. Oh Gott, nee. Ach, bitte, ey, was ist denn das für ein Kack-Move, den der macht? Der zieht das Schwert hinter sich, ey, es ist doch bekloppt. Vor allen Dingen kriegt der beinahe so viel Schaden, dass der tot umkippt. Das ist hier Zaubereieinstimmung. Du kriegst hier noch so einen Kack-Seelensperr mit rein, damit die Kacke mal schneller geht. So. Soll der jetzt funktionieren? Ja, ja, wir haben es gesehen. Boah. Aggro wird man bei dem Kackgegner. Es ist einfach nur behindert. Ich will zwischen denen seine Beine. Dann hebt er eins hoch. Stampft. Dann gehe ich nach hinten. Er macht seine anderen Kack-Move. Einfach nur. Kack-Moves haben die. Kack-Moves. Habe ich das Gefühl, ich zauber irgendwie langsamer als vorher. Aber es ist hier allgemein ein Ticken langsamer. Es ist diese blöde Geisterwelle. Oh Gott, ey. Das war knapp. So. Also dann. Kristallseelenmasse. Und jetzt. Ach, wir sollten den zum Fall bringen. Oh, na, komm schon. Was? Oh, Mann, die ganze Zeit klappt das mit dem Ausweichen. Und jetzt? Die wollen einen doch zermürben. Der darf mich kein einziges Mal angreifen. Der macht so viel verdammten Schaden. Das ist abartig. Oh, Mann. Ich muss den echt innerhalb von so kurzer Zeit runterbersten. So, jetzt komm ran hier. Na komm doch endlich mal, du blöde Kack-Explosion. Da ist er auch schon. Pünktlich wie fucking Uhrwerk. Und dann was ist? Wir warten hier hinten bei dem. So. Machen wir uns die schöne Kristallseelenmasse. Oh Gott, ey. Was ist denn das, Mann? Oh, wieso klappt denn das nicht? Der schlägt genau neben mich und dann killt mich diese blöde Schockwelle, ey. Das ist einfach... Nee! Einfach nur nee! Ist doch bekloppt. Ich hatte noch nie mehr so viel Ärger bei einem Gegner. Die ganze Zeit, wunderbar. Jolly Corporation, jetzt bist du hier in einer blöden Geisterwelt. Du musst die Scheiße alleine machen. Als ob eine Geisterwelt... Das sind Dimensionswandler-Nachrichten, die man hier gehabt hat. Das ist nicht... Wir sind nicht der Einzigen hier in dieser verkackten Geisterwelt, Mann. Das müssen die doch mittlerweile mal begriffen haben hier. So, da komm schon. Blöde Dreckskönig. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh!
Das war knapp. So. Versuchen wir es nochmal. So, ja, das hinter den. Also. Ach, Mann. 90.000. Riesenfürstenseele. Sympathie der Riesen. Na, klasse. Feuersamen. Na ja. Ist ja klar. Ist ja klar. So, sonst noch irgendwelche Gegenstände, die man hier liegen lassen könnte? Ja, komm, nicht das jetzt. So, lass mich raten. Wieder hier? Nee. Untersuchen. Riesensäle. Cool. Was? Mhm. So. Ernsthaft jetzt? Wollten einem jetzt wirklich sowas von auf den Pisser gehen. Das geht gar nicht. So, hätten wir das. Immer auf nach Majula. Ah, jetzt muss man aber wirklich mal Stärke hochsetzen, damit wir dann die Havels-Rüstung nehmen können. Aber das wird dann wahrscheinlich beim zweiten Playthrough werden. Was ich da boah, überhaupt Bock dazu habe hier. So. Zweimal, funktioniert super. 74 und immer noch keiner mehr. Na, klasse. So, reisen wir mal wieder. Und zwar. Hier gibt es noch zwei andere Gegenden. So, und wo hatte ich hier nochmal diese versteinerten Riesen gefunden? Die waren ganz da oben. Hinter den Thron. Wenn ich jetzt hier einmal zu dem Dings hochgehe, zu dem Killer. Oh Gott, ja. Hier kann man allgemein hochgehen, aber Moment mal. Ja. Hier waren wir schon. Da ist ein Loch hier in der Mitte irgendwo. So, machen wir das Ding mal auf. Hier ist ein Untoter, der mich wahrscheinlich bald angreift. Das jetzt aber erstmal zweitens. So. Und wir sind wieder hier unten. Das ist jetzt nämlich nicht das, was ich hier gehen wollte. So, Leiter ab nach unten. So, sind wir da. Wenn wir jetzt hier geradeaus weitergehen, wo kann man da raus? Ah, nee, Moment. Den Weg hier, wollte ich den? Ne, brauche ich jetzt nicht. Hier gab es nämlich noch ein paar Riesen, die man nämlich angucken konnte. Shit, kommt man nicht lang. Verbundenheit der Riesen. Da hat man nämlich ja noch bei den Thronwächtern ganz hinten, hat man nämlich noch was gesehen. Da waren ja hier auch solche Riesen im Wasser. Und die, keine Ahnung, was man mit denen großartig noch machen kann, aber Moment, hier war bloß ein kleiner Schatz, nichts Besonderes. Hier wollte ich nach rechts gehen, genau. Genau da lang. Wenn wir jetzt hier hochlatsch, hier ist dieser Riese von vorhin. So, hier kommt man leider nirgendwo hin. Sollte hier nicht irgendwo so ein Riese sein? Oder war der hier hinten in der Ecke? Das kann natürlich auch sein. Ist mittlerweile zur Brust. Oh, the fuck. Was machst denn du hier?
Siehst mir so aus wie der Verfolger, hä? Treffen wir uns wieder. Ja. Okay. Das wird abgedeckt. Ja. Aber in richtigen Händen. So, hier ist er also permanent. Wundervoll. Dann haben wir hier nämlich noch einen. Untersuchen wir das mal. Mal gucken, was passiert. Wer? Da gab es nämlich noch zwei Welten, in die ich reingehen konnte. Zwei beschissene Welten. Und das ist hoffentlich eine davon. Gedanken von Oro. Okay, was haben wir hier? Wagt es ja nicht. Lügt nur voraus. Okay. Aber ziemlich cool, dass man in die Gedanken reingehen kann. Unmöglich. Ja, unmöglich ist mein zweiter Vorname. Riese voraus. Deshalb versucht Distanzangriff. Das ist der wahrscheinlich. Okay. Was ist das? Schatz voraus. Sehr schön. Hoffen wir doch mal, dass das so ist. So bleibt. Oh nein. Ach, das ist doch scheiße. Oh fuck, ich hab den falschen Zauber. Du kannst mit dem Stab nicht hantieren. Der ist so assig. Das ist, nee. Das ist einfach nur, nee. Der ist zwar super gut, aber der ist zu lang. Wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? Der schießt genau von der Spitze. Das heißt, wenn du das im Nahkampf nutzt, schießt du immer über die Leute drüber. Also jetzt ohne Mist, das ist behindert. Scheiße. Und jetzt habe ich auch die ganzen... Ah ne, die Seelen habe ich ja alle schon verbraten. Gut, drauf geschissen jetzt auf die Seelen. Oh, Mann. Aber ich hasse es einfach nur, wenn's... Ja. Der Stab ist so gut. Wieso kann er den Ticken kürzer sein? Oder wieso kann der den nicht einen Ticken anders halten, wenn er den Zauber macht? Das wäre es ja wenigstens. Dass er den nicht so gerade aushält, sondern ein bisschen schräg nach vorne. Und schon hast du den Abstand zwischen Boden und Kugel ein bisschen verringert. Fertig. Es wäre so einfach, aber nein. Ja, wir haben es gesehen. Ich will jetzt meine beschissenen... Bald nicht zu lange in der Erinnerung. Ja, ist klar. Oder was? Ich werde sterben, oder wie? Ja, aber es ist wunderbar, um aus Deckungen rauszuballern. Oh yeah. Chica-chica-chu, Busha. Pharos Wahrheitsdingening. So, es sollten jetzt keine mehr sein. Ah ja, klar, wieso können die so schnell schießen? Na dann, nutzen wir das gute Ding. Oh yeah. Noch eins, also bitte. Keine Mimik, interessant. Auch nicht in den Gedanken. Oh shit. Okay, was haben wir drin? Seele eines Helden. Yay. Scheinbare Wand voraus. Nicht im Inventar. Wirklich jetzt. Wie können die denn sowas ausgerechnet hier mit reinsetzen? Ey, das ist doch so gemein. Hier was. What the fuck? Was ist das jetzt? Alter. Pyromant, sowas haben die auch.
bin beeindruckt. So. Okay. Ein Problem weniger auf der Welt. Diese Riesen. Und zum Glück fragt man die alle kaputt hier. Oh, war da was? Nee. Was war hier? Ach ja, Blutfleck untersuchen bestimmt. Hier könnte einer sein. Hier kann man auch runter. Was bist denn du für einer? Einer von uns, nehme ich mal stark an. Einer von uns. Ah, komm, was ist hier? Versucht rollen. Bist du wahnsinnig? So, wo kommen wir denn hier weiter? Okay, dann muss ich nochmal den anderen Weg lang gehen. Der Riese versucht Distanzkampf. Dann müssen wir nochmal hier runter. Die Welt wird immer irgendwie heller, habe ich das Gefühl. Immer heller und heller und heller. Am Anfang war es so schön trist und grau und jetzt ist es hell, hell, heller, heller geht's nicht. Hallo von sie. Also wo ist jetzt dieser blöde Riese? Da. Ah, genau, unten im Hof war noch einer. Und so. Und den noch. 410 und nochmal einen Schaden. So. Wie viele Riesen wollen es denn noch sein? Ist das der Gang hier runter gewesen, wo jetzt die ganzen Viecher waren? Das hätte natürlich auch sein können. Die Seele eines großen Händen. Da, Heldengefäß. Brauchen wir alles nicht. Alles uninteressant. Der ballert ihn hier wieder. Ach. Das ist dann wahrscheinlich hier die große Riesenseele, die mich hier rausbringt. Oder eben auch nicht. Was? So. Oh, Junge. Ach, genau reingelaufen. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo, ich kill hier Riesen für euch. Asche Nebel schwindet. Was? Ach, Mann. Na gut, Versuch Nummer 2. Ja, kein Wunder, dass man hier durchrennen muss, ey. Ja, also, immer nur eine einzige Richtung. Die Gegner sind bestimmt wieder da, genau. Was ist denn das jetzt? Kann mir mal einer erklären, was jetzt gerade an mir Schaden gemacht hat, weil nicht so viel. Was ist denn das? Hier bolzt mich einer weg, ey. Scheiße. Ich wusste es doch. Ich will den Leuten doch nur helfen. Und wie dankt man es mir? Die man mir Bolzen in den Rücken, ja. So, Gegenstände haben wir ja schon alle mitgenommen. Brauchen wir also nicht mehr. Was ist denn los hier? Ah, blöden Piss. Das, nee. Der kommt nicht schnell genug hoch und auf einmal, nee. Da kann sich doch mal an dieser blöden Kackleiter festhalten. Der ist deshalb verreckt, weil er losgelassen hat. Puh, ey, da wäre ich so aggro bei dem. Das ist, nee, also. Ich will doch nur noch diese scheiß Helden haben hier. Das kann doch jetzt nicht eingehen.
Ich habe hier vielleicht mal, keine Ahnung, zwei, drei Gedankendinger gehabt. Oh, jetzt möchte ich ganz einfach mal hochlatschen. Ich würde das schon bis zum Ende durchmachen wollen, aber nee. Und vor allen Dingen ist das auch noch auf Zeit. Ey. Von allen möglichen Attributen, die man in so ein Kackspiel reinmachen kann, wieso ausgerechnet auf Zeit? Ah, Mann, das ist einfach nur, nee, das ist so hastig. Immer schön ruhig und gediegen. Und der verkackte Aschenebel, du hast so ein Kack-Item, wieso klappt das nicht länger? Und vor allen Dingen kommt man sowieso automatisch zurück. Es ist ja nicht so, dass man jedes Mal stirbt oder so, wenn man zu lange da drin ist. Nee. Man kommt einfach wieder zurück. Das ist sinnfrei. Ich will diese scheiß Items. So. Okay. Ein kleiner Heimriese, hä? Okay, wieder ein paar Seelen mehr. Holen wir uns das Zeug erstmal. So, die Teile können wir ja hier nicht. Okay, einer weniger. Und den Pisser von da hinten sollten wir auch hier runterholen können. Ach, bitte, ticken nach unten. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt mal noch die blöde Leiter. Ne, die Leiter führt ja zu dem anderen liegenden Golem. Das brauchen wir jetzt ja nicht. So. Oh. Verwelktes Dämmerungskraut. Okay. Was ist das? Und wie kommt man an den ran? Ernsthaft jetzt? Blöden Gegner. So, jetzt noch die nächsten beiden. So, wieso gab es da ein Loch und wieso konnte man nicht durch das Loch durch? Das ist jetzt eigentlich die Frage. Kannst du ja eigentlich weiter. Hier ist ein Loch, hier kommst du raus. Das heißt wahrscheinlich, dass man ja, woanders hinkommt, wenn man da langläuft. Da. Gehen wir jetzt erstmal nach oben. Komm schon, mach Eier. Wow, wow, wow. Das klappt einfach nicht mehr im Nahkampf. Das ist so kacke. Du schießt einfach über die drüber. Das ist so behindert. Da fragt man sich manchmal, ob die Leute ihre eigenen Spiele gespielt haben. Das ist ja echt. Das ist ja ein Kopf. So, ja, 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 schon die Seele ist klar. Moment. Da geht's noch weiter hoch. La, 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 la. Rennen wir ein bisschen schneller. Das war, ja, hier war der Pyromantie-Riese. So. Drei. Nochmal, so schön war. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Kann ich den jetzt mal anvisieren? Oh oh. Oh, Junge, 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 Junge. Das war knapp. So, wo kommt man jetzt hin? Seele eines tapferen Kriegers. Da, 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 da. Ruhig bleiben. Hier geht es anscheinend ganz sachte nach unten. Aha. Interessant.
Oh. Na toll, ey. Jetzt muss ich da lang. So ein Bullshit. Da müssen wir nochmal hier durch. So ein Müll. Ich gehe mal davon aus, dass man wieder und wieder durch den durchgehen kann. Ja. So. Dann. Haben wir die Riesensälen. Ah, okay. Und Gegenstand nutzen. Wo ist diese Feder? Feder, 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 Feder. Hey, ich habe alle vier großen Seelen. Das ist toll. Fürstenseele der Verkommenen. Okay. Sünderin. Hm. Eine Riesenfürstenseele ist die letzte gewählt. Oh. Als ob. So, wo ist jetzt diese blöde Feder? Feder, da. Oh, da gibt es nämlich noch eigentlich so einen Riese irgendwo im Gebälk und sonst wo, aber das sind alles nur Gedanken und ich habe keine Lust, hier diese blöden Gedanken da durchzumachen. Nur wegen, keine Ahnung, so ein Eiern oder was auch immer. Ja, da gehen wir jetzt nochmal Jula, verbessern uns und danach gehen wir wieder nach Dragonlake Castle. Und von Dragonlake Castle aus geht's dann nochmal weiter. Ich habe das Gefühl, wir sind bald am Ende. Ja. Und ich habe zwei Estus-Flakons. Die gibt's bestimmt in den Gedanken irgendwo, aber doch nicht. Braucht man keinen. Braucht man nicht. So. Jetzt haben wir ja noch einen neuen Zauber. Sind jetzt Stufe 170 oder so ein Spaß. Können wir gleich nochmal gucken. So, Zauberei, Einstimmung. Welchen Zauber nehmen wir denn mal? Nehmen wir das Schwert. Hat 5. Sehen Sperrfeuer. Schwert, Kristallzauberwaffe. Ne. Großes Seelenpfeil. Ja, nehmen wir einen großen wieder. Wir brauchen ja irgendwas, um da wieder hinzukommen. So. So, dann. Hier haben wir auch alles. Warum auch immer ich zwei andere Gebiete hier noch nicht gefunden habe. Ich weiß gar nicht, was sie sein sollen. Das ferne Feuer. Ist klar. Wir sind ja durch das eine Kingstor gegangen. Da haben wir eins gefunden. Dann haben wir noch irgendwo anders Zweige. Ich weiß jetzt nicht, bei welchen Personen die sein sollen. Aber na gut. Dragonlake Castle. Und zwar Königstor. Genau. Dann gehen wir zu dem Ding hin. Und von da aus machen wir dann weiter. Und dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht's weiter. Also dann bis dann. Und ciao, ciao.